Der Kickoff-Event für die Swiss Innovation Challenge ist auf grosses Interesse gestossen. Ich freue mich natürlich sehr, dass es endlich losgegangen ist. Wir haben eine relativ lange Vorbereitungsphase gehabt. Und jetzt toll, dass hier über 100 Leute anwesend sind. Ich glaube, es ist ein guter Start. Und jetzt haben wir gerade einen tollen Impulsvortrag bekommen vom Vertreter von Octalion und Herrn Herrmann. Und ich habe das Gefühl, wenn ich umschaue, das ist ein gelungener Auftakt. Herr Reinecke, was ist die Swiss Innovation Challenge? Wie funktioniert sie und wie kommt man zu einem Preis? Ja, es ist als Mass-Challenge gedacht. Das heißt also, wir haben letztendlich 100 Teilnehmende, mit denen wir starten. Ganz bunt von 26 bis 82, ganze Schweiz abgedeckt, natürlich mit Schwerpunkt Baselbiet, aber auch aus Vietnam, Kenia, Äthiopien. Also wirklich eine bunte Mischung. Die wird reduziert auf 50 im ersten Durchgang. Das ist die Idee aufgrund eines ersten Papiers. Und dann in der zweiten Runde geht es nochmal runter auf 25. Das Ganze wird begleitet mit Impulsreferaten, mit Seminarveranstaltungen, mit Netzwerkanlässen, sodass viele Förderungsmöglichkeiten bestehen, die die Teilnehmenden wahrnehmen können, aber nicht müssen. Wir sind dazu da, die Teilnehmenden und ihre Innovationen zu fördern, nicht um ihnen mehr Arbeit zu machen. Wie wird denn der Wettbewerb abgeschlossen? Der Wettbewerb wird abgeschlossen am 2. September. Dort werden dann die drei Preisträger gekürt im Rahmen des Tags der Wirtschaft, veranstaltet von der Wirtschaftskammer Basel-Land. Und dort wird dann unter Anwesenheit auch der Staatssekretärin dieser Preis vergeben. Wir haben drei Preise, die dann gestaffelt sind. Und diese drei Preisträger werden dort dann aufs Podest gehoben. Ja, ist immer ein Versuch. Ich mache es das erste Mal. Ich habe Freude an diesem Kickoff-Meeting. Ich sehe, dass wir Zuspruch haben. Die Teilnehmenden sind da, sie sind interessiert. Und ich spüre so auch eine gewisse Spannung, die in der Luft liegt. Natürlich jetzt am Anfang mit dem Wettbewerb. Man denkt, es ist doch recht selektiv. Am Schluss werden 3% dann Gewinner sein. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, es sind alles Gewinner. Also all die, die jetzt da sind, die wir aufgenommen haben, die sich jetzt vernetzen können, haben eine Idee. Mit denen haben wir alle schon Kontakt gehabt und die haben auch Chancen, auch weiterzukommen. Da sind wir überzeugt davon. Also mein Eindruck ist, ich bin begeistert, jetzt schon am Anfang. Und dabei haben wir noch einen Weg vor uns, der sicher spannend wird. Ja. Welche Rolle spielt die FNHW, welche die BLKB und welche die Wirtschaftskammer? Also ich fange vielleicht bei der BLKB an. Die BLKB ermöglicht den ganzen Anlass durch die Mittel, die sie zur Verfügung stellen. Ich meine, ich finde es keine Selbstverständlichkeit, dass die Bank sich committet für 10 Jahre und das im Jahr 2015. Das ist also außergewöhnlich. Das zeigt aber auch, dass viel Vertrauen da ist in die Wirtschaftskammer und in die Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Wirtschaftskammer Basel-Land ist der Gewerbeverband, wenn man so will, hat Zugang zu der Wirtschaft, hat direkten Zugang, hat ein gutes Standing, hat ein super Netzwerk und ist ein ganz wichtiger Partner für die FHNW auch im Feld. Und unsere bescheidene Rolle ist, dass wir als Hochschule für Wirtschaft jetzt in dem Fall auch unsere Kompetenzen können einbringen in den Wettbewerb. Wir sind selber Unternehmer, also wir lernen, was wir selber machen, was wir Erfahrungen gemacht haben auch und verstehen das aber selber auch als Lernende. Und als Mentor, als Begleiter in diesem Prozess. Und das ist auch die Rolle von der Fachhochschule und der Westschweiz, der Hochschule für Wirtschaft, die Teilnehmenden fit zu machen, zu begleiten, erfolgreich zu machen, dass wir gemeinsam noch auch Arbeitsplätze schaffen können in der Schweiz. Das schulden wir auch den Steuerzahlern, wenn ich das so sagen darf. Wir werden ja auch finanziert von der Öffentlichkeit. Und das ist eine sehr gute Gelegenheit für uns, etwas zurückzugeben. Und auch Innovationsmotor zu sein für hier in der Nordwestschweiz als Fachhochschule Nordwestschweiz. Astrid Kaiser erzählt uns gerade einmal ein Beispiel. Also das Projekt sind wir eigentlich schon länger dran, seit ungefähr 2 Jahren. Und es geht ein bisschen um die Nachhaltigkeit von der internen Weiterbildung bei uns im Unternehmen. Und ich bin hier angefragt worden, ob ich mich hier bewerben möchte. Das habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Und jetzt bin ich heute sehr gespannt gewesen, was so ein bisschen informationsmässig kommt und ich freue mich drauf. Ich bin am Start mit einem Projekt. Wir richten Immobilien rein zum Zwecke des Verkaufs ein. Wir präsentieren die Immobilien in Ambiente, wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen oder wenn ein Bauherr seine Immobilien schön präsentiert haben möchte. Marcel Blättler, wie war der Weg, um hier mitzumachen? Also man hat die Ausschreibung gelesen, die wir gefunden haben,
Wir haben ein lässiges Projekt, wo wir schon länger dran sind, Modell XXL. Und haben gedacht, ja, wir melden uns auf das tolle, die tolle Challenge an. Da hoffe ich natürlich, dass wir auch vorne mitmischen können. Was ist denn das für ein Projekt gewesen und was geht es genau? Also wir haben aus der Molekularküche schon mit Röchengeräten geschafft, aber die waren nie so zufriedenstellend gewesen. Und wir haben gesagt, wir wollen ein eigenes, qualitativ anspruchsvolles Gerät machen. Und es ist jetzt so in der Endphase jetzt und haben gefunden, mal, das ist das Richtige für diese Challenge. Wie ist denn der Weg jetzt von diesem Projekt? Also ist die Maschine, hat sich die immer weiterentwickelt? Ja, genau wie du sagst. Eigentlich hat man mal eine kleine Idee gehabt. Und die Ideen sind eigentlich vorzug gewachsen. Jedes Mal, wenn wir wieder einen Kochkurs gehen, haben wir mit Diskussionen wieder festgestellt, wo wir Verbesserungen könnten machen könnten. Und sind eigentlich jetzt so weit, dass wir wirklich eine abgerundete Sache haben. Wo hilft jetzt die Challenge speziell? Also speziell sicher, um einen Schub zu geben, dass wir auch jetzt endlich auf den Markt stoßen wollen. Hier haben wir jetzt genau die Problematik, ob wir die Geräte schützen, ob wir sie nicht schützen, wie wir sie finanzieren. Und da bekommt man von dieser Challenge auch Unterstützung von Fachleuten, die einem helfen, beraten, also eine beratende Funktion. Marcel Blättler, wo soll denn das hingehen, wenn es erfolgreich wird? Also wenn es erfolgreich ist, wenn man sicher auf dem Schweizer Markt Fuß fassen und was ganz genial wäre, wenn es natürlich auch mal raus könnte, also dass man auch überregional, also vielleicht Europa oder noch weiter, wäre natürlich toll, wenn es funzen würde. Aber ist das denkbar mit einer Räuchermaschine überhaupt? Ja, wenn man durch die Stadt läuft, sieht man, es wird überall gegrillt und geräuchert, also ich sehe, wir sind auf dem Trend. Peter Müller, was versprecht ihr euch für euer Business von der Swiss Innovation Challenge? Es ist relativ einfach. Wir haben ein Online-Geschäft, wo wir sehr darauf angewiesen sind, dass wir natürlich die Leute erreichen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir einen Prozess für das Geschäft, der nicht so schnell ist, wie ich das gerne möchte. Und jetzt haben wir eine Innovation gedacht, wie wir das zu den Leuten bringen können, statt dass die Leute zu uns kommen. Und meine Partner in Österreich und in Deutschland, die sind mit dem schon einmal ein bisschen gestolpert und ich habe jetzt eine neue Idee gehabt, wie man das könnte ändern könnte, wie man das Online-Geschäft mit dem Offline könnte verbinden könnte. Und wie man das kann entwickeln kann, da brauche ich Unterstützung, weil eben meine Kollegen sind gestolpert bei dem, weil sie es nicht allein geschafft haben. Da brauche ich Unterstützung von Fachleuten, ich brauche Coaching, ich werde weiterkommen und ich werde am Schluss ein fixfertiges Produkt, wo vom Markt erfolgreich ist. Und ich denke, das kriege ich hier in diesem Wettbewerb. Da mache ich mit. Ich finde es unglaublich, wie viele Leute das Ideen haben. Also allein schon das. Und wie viele Leute sich die Zeit nehmen. Weil ich habe mir lange überlegt, ob ich mitmachen will wegen der Zeit. Nicht wegen dem Produkt oder wegen der Idee selber, weil es einfach einen ganzen Haufen Aufwand bedeutet. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt hier 100 Teams an der Arbeit sind, ich finde es fantastisch. Wir sind am Start mit einer Cloud-Lösung. Infrastruktur as a Service aus der Region. Das ist eigentlich die Verfügungstellung von Computerressourcen, wo der Kunde kann wie Wasser quasi verwenden, im Sinne von, wenn er es braucht, dann zahlt er dafür, wenn er es nicht braucht, dann muss er nicht zahlen. Und da kann natürlich wenig oder viel Ressourcen nehmen. Das heisst, es ist sehr flexibel. Im Gegensatz zu einer Maschine, wenn Sie eine Maschine kaufen, dann sind Sie eigentlich limitiert oder Sie haben einfach die Maschine, ohne dass Sie eigentlich die ganze Maschine brauchen und darum mehr kosten. Und das Cloud-System oder die Cloud-Technologie, wie Sie ja vielleicht wissen, Amazon, Google, das ist in den USA. Europa hat da noch nicht sehr viel Vergleichbares. Was ist denn der Unterschied zum Beispiel zu Amazon? Also es gibt sicher zwei Punkte, die ich hier vorausheben möchte. Das erste ist, wenn wir aus der Region sind, wir haben eine Pharma-Nähe. Das heisst, unsere Cloud, die wir nach Pharma-Gesichtspunkt aufbauen. Und im Weiteren, die wir vor allem die Pharma auch anbieten, dass wir auditierbar sind. Das können sie bei anderen Anbietern nicht haben. Im Sicherheitsbereich sind wir dran, zwei Innovationen zu bringen. Hauptsächlich im Bereich Verschlüsselung und wie Daten zwischen den Datencentern übertragen werden. Und das werden wir dann im Pitch bringen, später. Noch ein, zwei Worte zum heutigen Abend. Ihren Eindruck? Hat mir sehr gefallen. Ich denke, was mich auch immer wieder beschäftigt, jetzt auch, wir beschäftigen uns jetzt mit unserem Projekt auch schon seit zwei, drei Jahren, ist,
Wie kann man Ideen und Innovationen schlussendlich umsetzen in einer Marktlösung in der Schweiz? Also ich denke, die Standortfaktoren, die genannt worden sind, ja, in der Schweiz sind die vorhanden. Aber was ich glaube, wo die Schweiz noch besser werden kann, ist, wie man Ideen auf den Markt bringen kann. Und von dem her ist das alles natürlich super. Als Möglichkeit anzustoßen, als Möglichkeit Firmen bekannt zu machen und vor allem auch den Leuten das Gefühl zu geben, dass es wertgeschätzt wird, mit Ideen auf den Markt zu kommen. Ja, ich muss sagen, es war ein guter Anlass. Wir haben hier, denke ich, einen guten Start hinlegen können. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wirklich auch viele Leute persönlich gekommen sind. Das zeigt das Engagement. Ich freue mich über die Vielfalt der Ideen und ich denke, wir haben ganz, ganz spannende Wochen vor uns.